50 Kilometern müssen alle Schwellen ausgebaut werden. Neue Gleise für den Norden. Ein Mammutprojekt. Das ist doch scheiße. Dann machen wir nämlich das einmal und richtig. Ich bin froh, dass jeder heute Abend wieder gesund nach Hause kommen kann. Was vor Jahren noch Monate dauerte, geht heute in 3 Wochen. Möglich macht das ein fahrender Koloss, der Bahnumbauzug. Kurz hinter Hildesheim. Seit Mitternacht ist die Regionalbahnstrecke nach Goslar komplett gesperrt. Das Ziel heißt jetzt, jeden Tag 2 Kilometer neue Bahngleise schaffen. Die Arbeiter müssen alle Schrauben entlang der kilometerlangen Baustelle lösen. 4 pro Betonschwelle. Für den Bauabschnitt Hildesheim-Goslar ist Volker Fritsche verantwortlich. Sein Zeitplan ist eng gestrickt. Die Arbeiten haben es in sich. Alle Schritte sind genau aufeinander abgestimmt. Kommt es auch nur an einer Stelle zu Problemen, dann verschiebt sich der gesamte Ablauf. 4 Stunden bleiben den Arbeitern. Das Gleisbett hat ein schweres Leben hinter sich. Täglich fuhren hier tonnenschwere Züge. Für die Umbaumaschine muss das gelöst werden, sonst kriegen wir die Schiene ja nicht abgebaut. Und dann werden die Schrauben rausgedreht. Dass die Schiene dann nicht umkippt, wenn alle Spangen gelöst sind, dann lassen wir jede 10. stehen und dann bleibt unter dem Umbauzug noch jede 10. Schwelle fest. Das ist ausreichend für die Gleisstabilität für den Umbau. Und diese letzte Schraube, die 10. Schraube, die wird dann unter der Maschine gelöst. Insgesamt müssen 176.000 Schrauben gelöst werden, jede einzeln. Und warum ist das jetzt nicht ausgebaut? Da unten haben sie doch ausgebaut. Und warum das jetzt nicht? Nicht nur die Schrauben, auch die Gleiselektronik muss weg. Da vorne waren sie ausgebaut, 100 Meter weiter, und hier eben noch nicht. Weiß ich nicht, warum das Team, was die Gleisschaltmittel hier abbauen soll, diese gerade drin gelassen hat. Das muss geklärt werden. Welcher BU war das nochmal? Das war der 6. Das ist die B6. Und hier haben wir Bundesstraße 6 hier. Da sind noch im Gleis 2 die Schaltmittel drin, der Einschaltkontakt. Erst wenn die Elektronik entfernt ist, kann der Umbauzug am frühen Morgen loslegen. Schon jetzt droht die erste Verspätung. 500 Meter weiter arbeitet der Flex-Trupp. Hier werden Schienen durchtrennt. Habt ihr schon einmal getrennt? Ja, vorne. Irgendwo was abgerissen von der Schiene? Nee, warum? Wichtig ist, dass die Schiene erstmal kein lückenloses Gleis mehr ist, dass sie also nicht kilometerlang miteinander verschweißt ist. Das heißt ja darum auch lückenloses Gleis. Wir trennen also die Schiene, stellen ein lückiges Gleis her. Diese Entlastungsschnitte entspannen die Schiene von ihrem eigentlichen Verspannzustand. Und ich kann dann dieses Gleis entsprechend bearbeiten, die Schwellen wechseln. Alle 350 Meter ein Schnitt. Nach einer Stunde rücken endlich die angeforderten Techniker an. Der hier. Moin. Moin. Die Elektronikteile im Gleisbett sind Kontakte für Bahnübergänge und Signalanlagen. Wenn Züge hier rüberfahren, werden sie ausgelöst. Die Gleisbauer dürfen keinen einzigen Kontakt übersehen, sonst kann der Umbauzug hier stecken bleiben. Wichtig ist, dass sie in Sicherheit sind, dass sie nicht kaputt gehen. Dann legst du weit genug weg, gleich noch hinter dem Randwegbereich weiter raus. Wie viele Kontakte habt ihr jetzt ausgebaut insgesamt? Also wir sind weit über 50 Kontakte bei dieser ganzen Baumaßnahme. Also das ist schon ein großes Projekt. Aber es sind ja nicht nur die Kontakte, wir haben auch noch andere Gleisschaltmittel und es muss wirklich alles raus. Also es ist schon ein erheblicher Aufwand. Die Elektronik wird später wiederverwendet. Der Nachttrupp ist gerade fertig. Da rollt der Umbauzug pünktlich an. Es ist die größte Baumaschine der Bahn. 44.000 Betonschwellen soll sie in den nächsten 3 Wochen austauschen. Der Umbauzug ist eine riesige Fabrik auf Rädern. Mit den Schwellenwagen ist er 600 Meter lang. Das Kernstück bilden 5 Waggons. Im hintersten Waggon befindet sich das Materiallager. Es folgt der Antriebswagen mit Büro und Küche. Wagen 3 ist der wichtigste Teil der Maschine. Hier sind die Einheiten für den Schwelleneinbau und den Schwellenausbau. Ganz vorne arbeitet ein fahrender Kran. Die Arbeiter nennen den Koloss den Büffel. Und auf den Büffel wartet gleich eine seiner schwierigsten Aufgaben. Zur selben Zeit am Bahnhof Salzgitter-Ringelheim.
Hier endet ab heute der Zugverkehr. Es geht weiter mit dem Schienenersatzverkehr, wie es die Bahn nennt. Busse übernehmen den Transport und die brauchen die dreifache Zeit für die gesperrte Strecke. Viele Reisende sind von der Bahnsperrung überrascht. Zwar gibt es seit Wochen Aushänge, dennoch sind die wenigsten informiert. Pendler und Urlauber müssen vom Gleis auf die Straße wechseln. Busfahrerin Karin Stumm trommelt ihre Fahrgäste zusammen. Guten Morgen. Großdüngen. Guten Morgen. Hallo. Der jetzt weiter? Ja, genau. Fährt da. Steigen Sie ein. Karin Stumm hat sich extra für diesen Dienst beworben. Normalerweise ist sie in Wolfsburg unterwegs. Die Route ist für sie neu. Und wenn man den ersten Tag dann herkommt und dann guckt man erstmal, oh, Baustelle, schön, doch zu, wo jetzt lang? Du kennst dich ja überhaupt nicht aus hier in der Gegend. Naja, und dann fährst du erstmal der Ausschilderung nach. Siehst du, und das ist hier die Umleitung. Naja, wer weiß, ob hier vorne irgendwo was ist, dass da dicht ist. Und da, die Strecke sind wir ja abgefahren. Aber es ist eine Gegend, die ich nicht kenne. Und ist da doch mal so eine kleine Herausforderung. Karin Stumm fährt die Strecke über Bad Deckenstedt und Derneburg nach Großdüngen und zurück. Der Zug braucht hier normalerweise 20 Minuten. Familie Heidkamp ist auf dem Weg nach Süddeutschland. Die Bahnsperrung hat sie kalt erwischt. Ist dumm gelaufen, ja. Wir sind auf dem Weg in Urlaub und hätten einen Anschlusszug bekommen müssen um 8.25 Uhr. Ja, leider haben wir erst heute Nacht diesen Reisealarm bekommen. Um 3.06 Uhr, war ein bisschen spät. Ja, und jetzt geht es mit einer guten Stunde Verspätung weiter. Ne? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir können durchfahren bis Hannover und jetzt kriegen wir unseren Zug nicht. Sitzplätze weg. Mal sehen, wie es weitergeht. Nächster Halt, Bahnhof Derneburg. Klar, Sie müssen den Koffer einmal öfter anfassen. Gerade für die älteren Herrschaften, das ist nicht so einfach. Wo möchten Sie denn hin? Sie möchten nach Groß. Ja, dann bleiben Sie noch hier drin. Da sage ich Ihnen schon Bescheid. Würden Sie noch mal Platz nehmen? Ups, Entschuldigung. Vier Busse sind unterwegs, um die Fahrgäste zwischen den Bahnhöfen hin und her zu bringen. Die Umleitung verläuft zum Teil direkt neben der Bahnlinie. Auf der Strecke trifft Fahrerin Karin Stumm immer wieder auf die Gleisarbeiten. Die Busfahrt über Land dauert knapp eine Stunde. Für Fahrerin Karin Stumm endet sie heute ohne Zwischenfälle. Seit einer Stunde bereiten die Arbeiter den Büffel vor. Es ist die wichtigste Aufgabe. Die Schiene muss weggebogen werden, Zentimeter genau. Andreas Diener ist Chef des Umbauzugs. Er und seine Männer wollen die 2 Kilometer Tagessoll heute meistern. Die Folge, falls sie es nicht schaffen, Überstunden für die Gleisbauer, extra Kosten für den Schienenersatzverkehr und wahrscheinlich enttäuschte Bahnkunden. Die Schiene bleibt in dem Fall hier dieselbe, wird seitlich rausgespreizt, eine Maschine vorbei. Sieht ein bisschen, sagen wir mal, utopisch aus, wenn die Schiene da so seitlich vorbeigeht. Wird ganz schön gebogen, aber das kann sie ab, kein Problem. Erst wenn die Schienen nicht mehr über den Schwellen liegen, kann der alte Beton aus dem Gleisbett geholt werden. Die Schienen werden nicht erneuert. In der Fachsprache besteht ein Gleis aus 3 Komponenten, der Schiene, dem Schotter und der Schwelle. Alle 5 Sekunden reißen Greifarme die Schwellen aus dem Schotterbett. Über ein Fließband werden sie abtransportiert. Alles passiert im Zug. Gesteuert wird der Schwellenausbau aus einer kleinen Kabine unterhalb des Büffels. Hier sitzt Bob Schwertfeger im 4 Quadratmeter kleinen Führerhaus. Er ist quasi der Lokführer und gibt das Tempo des Zuges vor. Per Funk ist er mit seinen Kollegen verbunden. Oh Bob, 36 Jungen haben wir. 36, ja? Jawohl. So, dann nochmal 10 runter. Ja, nochmal 10 runter. Und 50 nach rechts, oder? 50 nach rechts, oder? Jawohl. Die Kommandos kommen von Kollegen, die neben der Maschine herlaufen. Die Greifarme müssen immer richtig eingestellt sein. Man hat ja mal kurze Schwellen, mal lange Schwellen. Und damit die ordentlich gerichtet werden, kann ich das hier einstellen. Das sagt mir ja der Vermesser durch, wo wir genau liegen, ob ich tiefer muss, ob ich höher muss. Er sagte mir die Richtung durch, wie weit wir von der Null abweichen, ob wir nach links müssen, ob wir nach rechts müssen. Und das stelle ich dann praktisch hier ein. Hier ist der Hebel, genau, hier ist der Fahrgeber. Hier stelle ich praktisch die Geschwindigkeit ein, wie die Kollegen das haben wollen. Sodass jede Anlage praktisch flüssig läuft, dass alle hinterherkommen. Und wir einen guten
Schnitt in der Stunde haben. Gut sind 220 Meter in der Stunde. Betonschwellen liegen üblicherweise 30 Jahre im Gleis, zwischen Hildesheim und Goslar aber nur 16 Jahre. Bei einer Routineprüfung wurde festgestellt, dass viele kaputt sind. Die Bahn vermutet einen Fertigungsfehler. Aus Sicherheitsgründen müssen sie raus. Übereinander liegende Fließbänder transportieren gleichzeitig die Betonschwellen. Unten kommen die alten raus, oben kommen neue rein. Über den gesamten Zug verteilt der sogenannte Portalkran die Schwellen. Ständig saust er hin und her wie ein Schlitten. Mit fast 20 Stundenkilometern. Wie am Fließband bringt er neue Schwellen zum Einbau und transportiert die alten ab. 30 Stück trägt er gleichzeitig, ein Gewicht von 9 Tonnen. Am Ende des Zuges werden die Altschwellen gestapelt. Sie landen nicht im Müll, sondern werden später zur Weiterverarbeitung abtransportiert. Ausbrechen! Notstopp für die ganze Maschine. Notstopp. Wer war das denn, Jungs? Notstopp 8. Notstopp 8 ist einer Robbe. Mann. Das ist alles gekippt hier. Ach du Scheiße. Andreas, der Kran ist hinten abgestürzt. Der tonnenschwere Portalkran steckt fest. Ein Bein ist aus der Halterung zwischen den Waggons gerutscht. Eine mittlere Katastrophe für Bauleiter Volker Fritsche und Zugchef Andreas Diener. Bis das repariert ist, werden Stunden vergehen. Der gesamte Bauablauf droht zu kippen. Wollen wir das noch erstmal probieren? Ihr könnt doch, lasst es doch verschlimmbessern, ist doch scheiße. Dann gleich mit dem zweiten Wagger sichern. Ist doch kacke. Dann machen wir nämlich das einmal und richtig. Schienenbagger sollen den Kran wieder in Position heben. Zwei-Wege-Technik. Die können also nicht nur auf Straße, die können auch mit ihrer Zwei-Wege-Fahreinrichtung auf dem Gleis fahren. Und das ist unverzichtbar für einen Gleisoberbau, weil das sind meine Arbeitsgeräte. Die Bagger sollen den Kran wieder einsetzen. Das ist doch wie ein Hund. Der hat 4 Pfoten und auf 3 Beinen steht er noch und das 4. Bein muss gestützt werden. Also ist eigentlich so, wenn Pfiffi am Baum macht. Er steht jetzt nur auf 3 Beinen. Ne? Also der Hund muss gestützt werden, sage ich mal. Und das machen wir jetzt mit 2 Bagger. Wir stützen den, entlasten dieses eine Bein mit der Laufkatze. Und dann wird die Überfahrbrücke wieder eingesetzt. So, jetzt müssen wir mal Platz für den Kran machen. Über eine Stunde dauern die Arbeiten. Die Zeit muss das Team wieder aufholen. Wichtig ist, dass hier keine Personenschäden entstanden sind. Der Kollege ist gesund, dem geht's gut, der hat keine blauen Flecken, außer seinem Schreck. Na, ich hoffe, den kann er dann mit dem Feierabendbier heute Abend dann runterspülen. Knapp 60 Kilometer von der Großbaustelle entfernt, Hannover-Leinhausen. Im Aufbereitungswerk lagern mehrere hunderttausend Schwellen. Die Bahn will möglichst viele weiter nutzen, das spart Geld. Die Crew um Vorarbeiter Andreas Ronnenberg checkt täglich 500 Stück. Kaputt. Hast du einen Riss? Nee, ne? Da machen wir Industrie von. Alte Schwellen werden in 3 Qualitäten unterschieden. Ein X heißt Schrott. Ein I bedeutet, die Schwellen dürfen nur private Industrieunternehmen für ihre Werksbahnen nutzen. Tempo hier maximal 30. Die höchste Schwellenqualität hat keine Markierung. Die verbaut die Bahn wieder in ihr Streckennetz. Die Prüfung erfolgt per Auge. Das ist so gut geschult, dass ein Laie die kleinen Risse, die zur Ausmusterung führen, kaum erkennt. Das ist die Auflage und hier ist ein Riss. Die Spuren nicht mehr gegeben werden, weil die Schwelle auseinandergeht. Die Schwelle könnte die Last der Schiene nicht mehr halten. Sie könnte zerbrechen, wenn ein Zug darüber fährt. Jeder kleine Riss ist ein Sicherheitsrisiko. Von den Secondhand-Schwellen muss alles entfernt werden. Da haben wir Winkelführungsplatten, die halten die Schiene. Links und rechts. Dann kommt eine ZW, eine Zwischenlage, wo die Schiene dann später draufkommt. Auf der anderen Seite wieder eine Winkelführungsplatte. Hier haben wir die in Schal. Neu haben wir die in Kunststoff. Dann kommen bei uns die Spannklemmen drauf. Da haben wir verschiedene, in diesem Fall SKL 14. Pro Schwelle sind das 14 Einzelteile. Viel Handarbeit an jeder Betonschwelle. Auch der Dreck muss weg. Dass da alles, was nicht zur Schwelle gehört, runter muss. Wenn jetzt zum Beispiel, manchmal haben wir hier für Leitkabel, sind hier noch Zapfen drin, dann müssten die auch raus. Die liegen jetzt seit 1974 drin.
Das ist besser als das neue. Wie viel eine alte Schwelle kostet, verrät die Bahn nicht. Von 100 sind in der Regel über 50 noch brauchbar. Andreas, wo sind die Wagen hin? Hier in 52. Schon wieder kommen neue, alte Schwellen. Von der Baustelle hinter Hildesheim. Viel ist von ihnen nicht übrig. Schade, die sind alle kaputt. Alle. Jede Schwelle hat einen Riss. Hildesheim-Goslar, auch alle wieder kaputt. Alles Entsorgung, Schrott. Bei den starken Rissen, da hat die Spur keinen Halt mehr. Und die musste unbedingt raus. Ist nicht gut. Nicht gut fürs Geschäft, gut für die Sicherheit. Schwellen, die wieder verbaut werden können, werden neu verspannt. Metallteile durch Kunststoff ersetzt. Das rostet nicht, hält länger. Jede einzelne Schwelle erhält neue Schrauben. Wer die Bahnnorm erfüllt, kriegt auch einen Stempel. Im Schnitt sind das pro Jahr 50.000 Schwellen. Zurück zur Baustelle. Inzwischen hat der Büffel seinen ersten Kilometer Strecke geschafft. Für jeden Bauabschnitt muss immer genug Material da sein. Wir werden immer ein paar mehr Schwellen bestellt, weil wir das nicht so ganz genau eintakten können, wie viel wir da reinlegen. Aber immer lieber ein paar mehr als zu wenig. Aber auch schon. Da haben am Ende dann mal Zähne gefehlt. Im dritten Waggon hat Zugchef Andreas Diener sein Büro. Hier bestellt er neue Schwellen und notiert den Fortschritt der Arbeiten. Seit dem Kranunfall liegt das Team fast 2 Stunden hinter dem Zeitplan. Das Ziel der 2 Kilometer pro Tag ist in Gefahr. Das ist eine fahrende Fabrik, kann man sagen. Also die muss kontinuierlich laufen. Der Vortrieb muss da sein. Und ehe die Schwelle da liegt, wo sie hin soll, muss sehr viel passieren innerhalb der Maschine. Die Geschwindigkeit muss stimmen, dann der Schwellenabstand muss stimmen. Geht ohne Rechner heutzutage gar nicht mehr. Ist alles sehr komplex. 14 Jahre arbeitet Andreas Diener mittlerweile schon auf der Riesenmaschine. Anstrengend manchmal. Wir versuchen zwar auch ein bisschen Freizeit freizuschaufeln, aber klappt nicht immer so. Die Familie muss da schon ganz schön zurückstecken. Jetzt platzt mir gleich die Wurst. So, hier. Das ist schön. Warte, ich muss ja die Brille absetzen, sonst wird das so nichts hier. So. Der 39-Jährige stammt aus dem Erzgebirge und hat 2 Kinder. Mahlzeit. Oft ist er wochenlang nicht zu Hause. Ja, wir leben eigentlich mehr aus der Reisetasche wie alles andere. Nur in wechselnden Hotels. Manchmal haben wir bloß Tagesbaustellen. Da fahren wir halt von einer Baustelle zur anderen innerhalb von einem Tag. Das kann in Flensburg sein und die nächste Baustelle ist in Füssen. Das sind schon mal 1000 Kilometer. So. Die muss man dann mal schnell abreisen. Ja, zu Hause ist natürlich nochmal am besten. Aber ist nun mal unser Job, haben wir so gewählt. Hätte man in der Schule besser aufgepasst, bräuchte man das nicht machen. Ja. Der fahrende Kran bringt ständig neue Schwellen ans Ende des Umbauzuges. Die letzten Meter geht es computergesteuert über Fließbänder an die exakte Einbaustelle. Anders als beim Ausbau der Schwellen werden immer 2 Betonblöcke gleichzeitig eingesetzt. Der Zug steht fast nie still. Ausbau und Einbau laufen nahezu gleichzeitig. Im Schritttempo bewegt sich der 455 Tonnen schwere Büffel. Am Bahnübergang kommt er erneut ins Stocken. Hier haben die alten Schwellen besonders gelitten. Auf die Männer wartet die nächste Herausforderung. Der Umbauzug muss umgebaut werden. Eine andere Schwellenart kommt in den Bahnübergang. Das ist eine Schwellenart, die ist ein bisschen stabiler, die ist ein bisschen kräftiger. Die wird in jeden Überweg reingelegt. Weil durch den Überweg werden ja auch mechanische Belastungen aufs Gleis durch die LKWs und Fahrzeuge, die drüber fahren. Und deswegen sind die etwas größer. Die sind im Fuß 32 breit. Und um den Schwellenabstand zu gewährleisten, müssen wir jetzt hier die Hülsen ändern, damit die dann auch richtig liegen. In dem Schwellenabstand, wie wir sie haben wollen. Das sollte im Normalfall eigentlich immer schnell gehen. 4 Leute, wie bei der Formel 1. Beim Büffel dauert es 20 Minuten. Nicht nur auf Bahnübergängen werden andere Schwellen eingebaut. Auf Brücken werden bis heute Holzschwellen verlegt. Da Brücken schwingen, würde Beton sofort reißen. Runter! Nein. Ja. Sollen wir ein bisschen langsamer machen? Langsamer, komm. Bitte runter. Upp. Ja. Schick. Insgesamt 20 Bahnübergänge liegen auf der Strecke. Und bei jedem müssen die Autos eine Umleitung in Kauf nehmen.
Inzwischen hängen die Gleisbauer 3 Stunden hinter dem Soll. Bekommen die Männer den Abschnitt nicht pünktlich fertig, verschieben sich alle folgenden Arbeiten. Im schlimmsten Fall bleibt die Bahnstrecke länger dicht. 5 Millionen Euro investiert die Bahn in die Baustelle. Fast den halben Arbeitstag verbringt Bauleiter Volker Fritsche in seinem Auto. Ständig pendelt er hin und her, denn hinter dem Umbauzug gehen die Arbeiten weiter. Vor kurzem schnaufte an diesem Teil der Strecke noch der 600 Meter lange Büffel. Jetzt schafft hier die Stopfmaschine. Das Fahrzeug hebt Schiene und Schwelle an und rüttelt den Schotter darunter. Die Steine müssen nicht getauscht werden. Beim Wechseln der Schwellen wurden sie nur gelockert, jetzt müssen sie festgepresst werden. Wenn tonnenschwere Züge über ein Gleis fahren, darf das Schotterbett nicht nachgeben, sondern muss dem Gewicht standhalten. Dafür braucht es besondere Steine, die wie ein Puzzle ineinander passen. Für Schotter wird Granit oder ein hochfester Stein im Bergwerk gewonnen. Der wird auf eine bestimmte Korngröße geschlagen. Es müssen eine bestimmte Anzahl von der Größe der Steine exakt gemischt werden, sodass wir hier in dem Schottergemisch eine möglichst gute Verzahnung dieser scharfkantigen Steine miteinander bekommen. Das ergibt dann die Lagestabilität des Gleises. Für den Fahrer der Stopfmaschine hat der Bauleiter schlechte Nachrichten. Boah, Jensen, wie sieht denn das mit euren Einsatzzeiten aus? Könnt ihr eine Stunde länger machen? Ja, Stunde länger. Ich sag mal, eine halbe Schicht oder sowas. Ja, wenn wir es schaffen, Standzeiten zu vermeiden, dann sehe ich da kein Problem. Durch den Kranunfall ist der Zeitplan weiter durcheinander. Du kriegst so eine Baustelle einfach nicht geplant und ohne Zwischenfälle durchgezogen. Und deswegen ist es völlig normal. Also, irgendwann ist ja geplant, dass hier ein Zug drauf fährt, Fahrplan ist und der sollte dann schon fahren. Ansonsten ist Dilemma. Also fertig werden muss er. Erst wenn die Stopfmaschine durch ist, können die wirklich allerletzten Arbeiten erfolgen. Die Schienen, die anfangs durchtrennt wurden, werden wieder verbunden. Ein Wärmewagen heizt dafür die Schienen auf 24 Grad auf. Nur bei exakt dieser Temperatur dehnt sich der Stahl so weit aus, dass der Abstand zwischen den Schienenstücken sich, wie gewünscht, verkleinert. Damit das Zusammenschweißen klappt, muss der Abstand genau 25 mm betragen. Nur dann passt die Gussform exakt auf die Schienenstöcke. Mit Quarzsand wird sie abgedichtet. Auf die Form kommt ein Eimer. Mit 60 Kilometern müssen alle Schwellen ausgebaut werden. Neue Gleise für den Norden. Ein Mammutprojekt. Das ist doch scheiße. Dann machen wir nämlich das einmal und richtig. Ich bin froh, dass jeder heute Abend wieder gesund nach Hause kommen kann. Was vor Jahren noch Monate dauerte, geht heute in 3 Wochen. Möglich macht das ein fahrender Koloss, der Bahnumbauzug. Kurz hinter Hildesheim. Seit Mitternacht ist die Regionalbahnstrecke nach Goslar komplett gesperrt. Das Ziel heißt jetzt, jeden Tag 2 Kilometer neue Bahngleise schaffen. Die Arbeiter müssen alle Schrauben entlang der kilometerlangen Baustelle lösen. 4 pro Betonschwelle. Für den Bauabschnitt Hildesheim-Goslar ist Volker Fritsche verantwortlich. Sein Zeitplan ist eng gestrickt. Die Arbeiten haben es in sich. Alle Schritte sind genau aufeinander abgestimmt. Kommt es auch nur an einer Stelle zu Problemen, dann verschiebt sich der gesamte Ablauf. 4 Stunden bleiben den Arbeitern. Das Gleisbett hat ein schweres Leben hinter sich. Täglich fuhren hier tonnenschwere Züge. Für die Umbaumaschine muss das gelöst werden, sonst kriegen wir die Schiene ja nicht abgebaut. Und dann werden die Schrauben rausgedreht. Dass die Schiene dann nicht umkippt, wenn alle Spangen gelöst sind, dann lassen wir jede 10. stehen und dann bleibt unter dem Umbauzug noch jede 10. Schwelle fest. Das ist ausreichend für die Gleisstabilität für den Umbau. Und diese letzte Schraube, die 10. Schraube, die wird dann unter der Maschine gelöst. Insgesamt müssen 176.000 Schrauben gelöst werden, jede einzeln. Warum ist das jetzt nicht ausgebaut? Da unten haben sie doch ausgebaut. Und warum das jetzt nicht? Nicht nur die Schrauben, auch die Gleiselektronik muss weg. Da vorne waren sie ausgebaut, 100 Meter weiter, und hier eben noch nicht. Weiß ich nicht, warum das Team, was die Gleisschaltmittel hier abbauen soll, diese gerade drin gelassen hat. Das muss geklärt werden. Welcher BI war das nochmal?
Die war das 6. Das ist die B6. Und hier haben wir die Bundesstraße 6 hier. Da sind noch im Gleis 2 die Schaltmittel drin, wir haben einen Schaltkontakt. Erst wenn die Elektronik entfernt ist, kann der Umbauzug am frühen Morgen loslegen. Schon jetzt droht die erste Verspätung. 500 Meter weiter arbeitet der Flex-Trupp. Hier werden Schienen durchtrennt. Habt ihr schon einmal getrennt? Ja, vorne. Irgendwo was abgerissen von der Schiene? Nee, warum? Wichtig ist, dass die Schiene erstmal kein lückenloses Gleis mehr ist, dass sie also nicht kilometerlang miteinander verschweißt ist. Das heißt ja darum auch lückenloses Gleis. Wir trennen also die Schiene, stellen ein lückiges Gleis her. Diese Entlastungsschnitte entspannen die Schiene von ihrem eigentlichen Verspannzustand und ich kann dann dieses Gleis entsprechend bearbeiten, die Schwellen wechseln. Alle 350 Meter ein Schnitt. Nach einer Stunde rücken endlich die angeforderten Techniker an. Der hier. Moin, Sönden. Die Elektronikteile im Gleisbett sind Kontakte für Bahnübergänge und Signalanlagen. Wenn Züge hier rüberfahren, werden sie ausgelöst. Die Gleisbauer dürfen keinen einzigen Kontakt übersehen, sonst kann der Umbauzug hier stecken bleiben. Wichtig ist, dass sie in Sicherheit sind, dass sie nicht kaputt gehen. Dann legst du weit genug weg, gleich noch hinter dem Randwegbereich weiter raus. Wie viele Kontakte habt ihr jetzt ausgebaut insgesamt? Also wir sind weit über 50 Kontakte bei dieser ganzen Baumaßnahme. Also das ist schon ein großes Projekt. Aber es sind ja nicht nur die Kontakte, wir haben auch noch andere Gleisschaltmittel und es muss wirklich alles raus. Also es ist schon ein erheblicher Aufwand. Die Elektronik wird später wiederverwendet. Der Nachttrupp ist gerade fertig. Da rollt der Umbauzug pünktlich an. Es ist die größte Baumaschine der Bahn. 44.000 Betonschwellen soll sie in den nächsten 3 Wochen austauschen. Der Umbauzug ist eine riesige Fabrik auf Rädern. Mit den Schwellenwagen ist er 600 Meter lang. Das Kernstück bilden 5 Waggons. Im hintersten Waggon befindet